Ich bin die Julia Quinn, ich bin 23 Jahre alt, spiele Fußball beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Ja, es war von Anfang an tatsächlich mein Traum, Profifußballerin zu werden. Und es war natürlich am Anfang so, dass es auch keine großen Angebote für Mädchen gab und ich deswegen immer in den Jungsvereinen war. Ich war immer das einzige Mädchen. Den Frauenfußball zu der Zeit, der war einfach noch nicht so populär und es war natürlich auch so ein bisschen mit Vorurteilen bestickt. Also ich glaube, dass viele dachten, okay, Frauenfußball, davon kann man nicht aussorgen, was in der Regel auch so ist. Aber mir war es wichtig, von Anfang an dafür einzustehen, was eben meine Leidenschaft ist. Ich finde den Squareball sehr, sehr cool, weil es tatsächlich so ist, dass im Frauenfußball noch nicht alles rund läuft. Und ich glaube, da liegt es einfach an unserer Generation jetzt, einfach dafür einzustehen und ja, irgendwo auch Wegbereiter zu sein für die nächsten Generationen. Mein Name ist Maximiliane Rall, ich bin 29 und spiele beim FC Bayern seit 2 Jahren. Es war eigentlich nie mein Traum, Fußballprofi zu werden, weil ich als kleines Mädchen, war es einfach nur mein Hobby und ich wusste nicht, dass man auch als Mädchen Fußballprofi sein kann. Ich glaube, auf einem Fußballprofi-Weg, da gibt es immer viele Höhen und Tiefen. Am Anfang meiner Karriere, da habe ich nebenbei noch an der Tankstelle gearbeitet, weil man vom Fußball alleine einfach nicht leben konnte. Und heutzutage genieße ich es einfach, dass ich nur trainieren muss und auch noch davon leben kann. Und das ist das Schönste für mich. Aber es ist wichtig, dass die jungen Mädels auch schon davon leben können, weil umso schneller oder umso besser wird dann auch die Qualität langfristig gesehen, wenn man nicht noch einen anderen Beruf machen muss. Meine Eltern, die haben immer gesagt, Fußball, ja, schön und gut, aber Ausbildung und Schule haben auch Vorrang. Von dem her habe ich meine Ausbildungen abgeschlossen und ich bin froh, dass ich was für danach auch habe. Es ist auf jeden Fall im Frauenfußball Thema, was kommt danach und was mache ich danach. Es ist nicht so, dass wir aktuell uns da so viel Geld sparen, um danach ausgesorgt zu haben und keine Probleme mehr zu haben. Also es ist schon wichtig als Frauenfußballerin, dass man sich Gedanken macht, was kommt danach, dass man auch clever und klug investiert, Geld nicht so ausgibt, wie es reinkommt, weil danach ist einfach, ja, beginnt ein neues Chapter für uns alle und ich glaube, uns ist das bewusst und wir unterhalten uns da auch drüber.